Herzlich willkommen zur SWR Landesschau Rheinland-Pfalz. Sie kämpfen gegen Windräder und ein bisschen ist es auch ein Kampf gegen Windmühlen. Die Bürger von Greimerath, das liegt im Naturpark Saar-Hunsrück. Sie machen sich große Sorgen. 2 Kilometer vom Ort entfernt sollen riesige Windräder im Wald aufgestellt werden. An der Entscheidung werden sie nicht beteiligt, denn die Windräder, die sollen auf saarländischem Gebiet stehen. Gestern Abend stimmte der Gemeinderat im saarländischen Losheim über die umstrittenen Pläne ab. Mit dabei die Greimerather, die das Projekt in letzter Minute kippen wollen. Da ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir bleiben natürlich an der Geschichte dran. Ich gehe gerne, viele von Ihnen bestimmt auch, ins Kino. Kein Problem, schließlich kommen wir überall hin. Für Behinderte ist das teilweise aber unmöglich oder mit immensem Aufwand verbunden. Überall dabei ist daher auch das Motto des Filmfestivals, das gestern in Mainz gestartet ist. Schirmherr ist Gildo Horn, der sich ja nicht zum ersten Mal für behinderte Menschen einsetzt. Mehr aus der bewegten Karriere von Thomas Anders können Sie übermorgen bei uns im SWR Fernsehen sehen. In Bekannt im Land, einfach Anders, der Popstar aus Koblenz. Am Sonntag um 18.45 Uhr. Wohin nur mit dem Blumenstillleben, das man geerbt hat? Oder das Bild, das man früher so toll fand und jetzt nicht mehr sehen kann? Auf den Flohmarkt oder gleich in den Sperrmüll? Wenn Sie sowas vorhaben, dann rufen Sie vorher Annikö Reinertz-Hawasch aus Bingen an und sagen Sie ihr, wo Sie die Bilder an den Straßenrand stellen, dann kann sie sie nämlich retten. Die gebürtige Ungarin, die ist tatsächlich Kunstretterin. Das ist ungewöhnlich, so ungewöhnlich, dass sie Besuch von Judith Kaufmann bekommen hat. Mehr von und über Annikö finden Sie bei uns im Internet unter landesschau-ap.de. Wir haben dort einen Link, der zur Seite der Kunstretterin führt. In dieser Woche haben wir darüber berichtet, dass uns die Äpfel im Land ausgehen. Schuld daran ist der vergangene Winter, weil der Frost damals sehr spät kam. Zu wenige Äpfel, das ist nicht schön, aber auch nicht dramatisch. Anders sieht die Situation für unser Wild in den Wäldern aus. Die haben auch wegen des letzten Winters zu wenig zu fressen. Und für die spitzt sich die Lage jetzt zu. 120 Millionen Euro für den Flughafen Hahn im Nachtragshaushalt. Das sorgt für heftigen politischen Streit. Einzelheiten im Nachrichtenüberblick. Nordostwind aufs Eis getraut hat? Wir wissen es nicht. Ein letztes Winterwochenende steht uns bevor. Nächste Woche soll ja der Frühling beginnen. Ich kann es noch gar nicht glauben. Unser Wetterreporter Markus Bund, der wollte aber unbedingt noch mal den Schnee genießen, und zwar im Westerwald. Wie heißt der steilste Weinberg Europas? Keine Angst, die Frage gehört nicht zu unserem Rätsel, sondern zu unserem Hierzuland. Zum steilsten Weinberg Europas führt uns heute nämlich das Hierzuland. Und beim Straßennamen, da haben wir es uns heute mal ganz einfach gemacht. Passend zum Weinberg Kalmont geht es auch in die Kalmontstraße. Ein Rapper, der sich für sauberes Wasser in Afrika einsetzt. Wo gibt's denn sowas? Natürlich bei uns im Land. Jan Hertel aus Neustadt an der Weinstraße. Er ist in der Rapper-Szene ein Exot, denn er reimt seine Songs, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Manchmal wird er sogar als Öko- oder Sozialrapper belächelt. Wie es ihm damit geht, das frage ich ihn gleich ganz persönlich. Für nächste Woche wünsche ich mir ein Ende des Fleischskandals und den Beginn des Frühlings. Vielleicht ja kommt ja zumindest Letzteres. Ihnen ein schönes Wochenende. Hier geht's jetzt weiter mit Sascha Becker und weiteren Neuigkeiten aus dem Land. Hallo. Das Image von Rappern ist ja nicht gerade das sauberste. Man sagt, den A nach sind schon mal rüde Kerle, die eher zuschlagen, bevor sie diskutieren. Jetzt setzen Sie sich als Rapper, jetzt vielleicht nicht gerade bei uns im Land sind, die aber schon immer mal durch die Schlagzeilen gegangen sind, weil sie sehr einen Urlaub bekommen haben. Korrekt. Haben Sie denn den aktuellen Stand, wie es denn jetzt da drüben steht? Ja, also es ist so, diese Fahnen. Aber ich war sicher nicht das letzte Mal da. Mhm. Wir haben es gerade gehört und ich habe es auch schon erwähnt, Sie sind vom Hauptberuf Logopäde. Mhm. Jan Hertel, ich finde es toll, dass es junge Menschen wie Sie gibt, die sich neben dem Beruf, neben der eigenen Liebe auch noch für soziale Projekte so einsetzen, wie Sie das tun. Okay, vielen Dank. Herr Hertel hat die Glücksfolie gespielt und gewonnen hat am 6. Juni. Für Elton John wäre das was für Sie gewesen. Vorstellen. Also deswegen herzlichen Glückwunsch, Birgit Birner. Sie kriegen die Karten und werden hoffentlich herzlich bei Ihnen.